Ja, herzlich willkommen. Eine weitere Folge Landwirtschaftssimulator. Jetzt wollte ich 2013 sagen. Alter, ich verkacke ja heute alles. Das ist ja richtig schlimm. Das ist jetzt 2013. Wir haben das nur ein bisschen hochgepatcht. Ansonsten. Nein. 15 auf der Holzhausen-Map. Und mit dem gleichen Chaoten wie Download-Link in der Videobeschreibung, wenn ich dran denke. Also wahrscheinlich nicht. Musst du doch eh nicht, oder? Gehört Fett 23. Ich weiß nicht, ob ich das bis dahin gehört. Wenn ja, habe. Nico, fang an, das zu dreschen. Was denn? Fett 23. Ja, ohne Mähwerk schlecht, wa? Doch, aber wir hatten nicht vergessen. Das ist hinter meinem Kegel. Und schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das Projekt findet. Verbesserungsvorschläge der Augenweg oder für dieses Feld ist hinterm Po. Nico. Ja, ich komme mit dem 10 Meter Mähwerk nicht durch den Hof durch. Timo? Und wie ein bisschen nachdenken wäre vielleicht nicht schlecht, ne? Was? Und wie kann man mitmachen? Fahr. Ja, das sag ich jetzt nicht. Mann. Ich wollte jetzt rechts, cool rechts, sein. Rechts, Nico. Ich fahr hier gerade einmal. Ich hab's dir gesagt, wenn du irgendwas sagst, Nico, ich hab's dir gesagt. Hey, was denn? Der Mähdrescher steht jetzt bei der offiziellen Feldeinfahrt. Hä? Wieso parkst du denn den Mähdrescher um? bei der offiziellen Feldeinfahrt. Was soll denn der Scheiß? Ich hab's dir gesagt. Wo stehst du denn? Hier hinten. Hier. Jetzt komm hierher. Hier, rechts. Das von ist hier. Doch nicht die offizielle Feld. Doch! Da steht hier immer noch bei Feld 17. Och, Fietemann, du nervst. Komm da mal hier hin, hier ist die offizielle. Ja, ich hab's gesehen, du nervst trotzdem. So, ja. Sie genervt. Nur weil du ein Mähwerk vergessen hast. Nee, das ist runtergerutscht. Würde ich jetzt sagen, wieso stellst du denn den Mähdrescher um? Jetzt raus da. Warte, wenn das. Wenn Nico und Fiete Brüder wären, hätte ich jetzt gesagt, Brüderliebe. Gott sei Dank sind wir keine Brüder. Nee, Nico und Fiete sind fast schon Todfeinde. Ja, ne? Du kannst dich echt um an. Ja, was hat denn das für ein Sinn? Ich stell den Mähdrescher dahin. Ich wollte ihn ein bisschen ärgern. Ja, merk ich. Guck mal, ich geh's offen zu. Ja, schön. Auf welchem Feld seid ihr gerade? Oh ja, der kleine Holzpfosten, der hält eine 20 Tonne aus, ist klar. Mach das nicht. Ist hier eng, ne? Was ist denn das? Der rutscht wie sonst was. Warum liegt das Schmähwerk mitten auf der Straße? Der Schmähwerk, komm, ja. Geh einfach. Das Schmähwerk. Na, Nico ärgert viele dich wieder. Nein, Nico ärgert mich. Nico, du fährst... Hat auch den Dings... Fährt mein Trecker ohne zu fahren? Ich dachte, du hältst an. Nimm den Schneidewagen weg. Toll, super. Vielleicht fährst du mit einem 10 Meter breites Mähwerk über die Straße. Ja. Kann man ja auch machen, ne? Nico ist sauer. Ja, bin ich. Give you up too. Das ist nicht gekauft. Das ist Weizen. Das ist gekauft. Feld 23 ist gekauft. Warte. Jo, der auch hat der ist ja schon gar nicht. Ich schnurr mal nichts, ne? Den kostet ja auch nicht. Wo ist denn jetzt mein Trecker? Hier. Na, Nico? Ne? Ach, seine Sache nicht mehr. Der fährt einfach mit meinem Trecker hin. Wieso stellst du denn jetzt das? Ne? Ich frag einfach gar nicht mehr. Weißt wieso? Wo ist mein Trecker? Wo ist der Mähdrescher? Warum hast du den umgeparkt? Alter, gleich fang ich an. Was wird das bitte, wenn sie jetzt den Schneidwerkswagen wieder zum Mähdrescher fahren? Der kann doch jetzt einfach anfangen zu dreschen. Ja, rein aus Prinzip. Oh Mann, ey. Weil das hier steht einfach so eine Sandmaschine. Ja, ich hab die doch gerade dahingestellt. Was war nochmal mit alles ordentlich abstellen? Weil ich gerade vielleicht die Hänger hole? Ja, ich hab die Hänger schon hinten dran. Hier sind schon Hänger. Alter, ich stehe hier schon längst mit den Hängern. Ja gut, Marvin sind die ist Hänger doch hier mit den Hängern jetzt. Nein, Nico, hast du schon wieder ein Schild umgefahren. das stimmt doch gar nicht. Oh, der stand im Weg. Du hast keine Beweise. Ach, du standst hinter mir, scheiße, du hattest doch Beweise. Und ihr steht einfach halb im Dingens drin, ey. Hallo, jetzt ihr seid... ab
Maßstab. Holzköpfe, ey. Hex, Strohhäcksler anmachen, ne? Warum Strohhäcksler? Weil wir genügend Stroh haben. Ja, dann musst du aber den Strohhäcksler ausmachen. Nein, den Strohhäcksler anmachen. Ach, du wolltest keinen Strom mehr? Wir haben noch genug. Alter, halt, wir haben genug. Ich hab gesagt. Ups. Ach ja. Darf ich nicht gelingen? So, wir haben das Problem, dass wir zu schnell sind. Wir haben zu gute Maschinen und zu wenig Land. Ja, deswegen kaufen wir Land. Ey. Also bei mir bin ich noch nicht bei der. Alter, hier liegen überall Schilder. Okay, ich soll mir Land kaufen. Aber gutes Land, ne? Ja. Nicht so ein abgeranztes, wo Fiete schon drauf gestanden hat. Der ist ja so verdichtet, das kann sie gar nicht mehr benutzen. Warum stehen denn jetzt die Anhänger? Die Anhänger stehen da hinten, Fiete. Ich stand hier schon die ganze Zeit. Ich werde rein aus Prinzip nicht bei dir abtanken. Auch wenn ich direkt hier vorstehe. Kannst du knicken? Oh Mann, ey. Ey, Alter, da fehlt noch irgendwas aus. Ha, ich würde mal sagen, selber schuld, ne? Wenn ich in meine Arbeit reinfuscht, hat selber schuld. Deine schlechte Arbeit. Schlechte Arbeit? Der Mähdrescher stand auch perfekt, dann hast du ihn da hingeguckt. Mitten durchs Feld durch. Verkehren, ne? Dann mitten durch den Bestand? Verkehr Verkehren? Verkehr, Mann, komm in Hörgerät. Was? Verkehr? Was für ein Verkehr? Imo, ich hab hier hinten, wo der Drescher angefangen hat, meine Sämaschine stehen, ne? Nur so. Ja. Ich guck mal nach einer Ballenpresse. Hab ich eigentlich einen Timer gestartet? Ja, also ich hab einen, auf jeden Fall. Hab ich eigentlich einen Timer gestartet? Ja. Tatsächlich. Ja, siehst du, ich kann Gedanken lesen, übers Internet. Ja, aber ich hatte gerade gar nicht den Gedanken, dass ich schon einen eingestellt habe. Welche Gedanken hast du denn gerade gelesen? Ja gut. Nein, ich habe gerade irgendwas Ach fuck, das wollte ich doch gar nicht. Der Kaufleck war das bestimmt, ne? Ja. Ich hab mich verdrückt. Er hat jetzt aus Versehen Trockner gekauft. Timo, du musst aufpassen, wo du deine Unterschriften drunter setzt. Ich will mal eben kurz Essen holen, ne? Jo, mach das. So. Ich steh nach 12, was will er denn jetzt noch essen? Fiete, den hast du aufs Korn genommen, ne? Ich mag ihn nicht. Du magst niemanden. Du mochtest Nico auch nicht am Anfang. Ja, aber wer sagt, dass ich ihn jetzt mag? Ja, siehst du. Wer sagt, dass wir dich mögen? Niemand. Siehst du? Ich habe ja auch nie behauptet, dass er mich mögt. Mama, Mama. Nein, das ist einfach nur ein merkwürdiges Verhältnis. Zwischen Fiete und meiner Wenigkeit. Lass mich raten, auf der Map funktioniert der Milchlaster auch nicht. Stimmt nicht. Im Multiplayer funktioniert der insgesamt nicht. Egal welche Map. Ja, hab ich so richtig geratet. Geraten, Mann. Ich guck mal im Video, weil ich hab ja gerade nichts zu tun. Da ist jetzt das Marvin da in dem Träger. So. Muss ich mit dem Mähdrescher da hingurken. Hier, ja, komm ab. So, mal gucken. Boah, das wird erstmal ein bisschen dauern, bis ich mich hier wieder zurechtfinde auf dieser Map. Oder was heißt wieder? Erstmal überhaupt. So, wo ist die Stadt? Na. Du musst dich entmuten. Haha. Jetzt fahr ich gerade zu dir, fahr mir mal entgegen, ich bin hinter. Ja, ich mach das. Machst du das? Ja, ich mach das. Machst du das? Ach fuck, ich fahr in die falsche Richtung. Oh Mann, pass doch auf. Versuch's doch einfach mal mit der richtigen Richtung. Machen wir mal Warnblinker schon mal an, ne? Kann man auf der Map nicht wegbringen? Nein. Wie nein? Es gibt keine Molkerei. Bestimmt ein Mod für. Jetzt haben wir Kühe. Du wolltest Kühe kaufen. Da funktioniert irgendwas nicht. Ja. Hey, ist da vorne schon was drin im Ding, oder? Nein. Jetzt. Das ist jetzt die Frage.
Was hast du dann gekauft? Weil ich ja. Fülle. Nee, nicht. Warte, ich kann Wasser ja eben und Milch. Nein. Hab ich gekauft. Mod. Wasser und Milch. Ja, diesen du hast jetzt ernsthaft Wasser und Milch dann gekauft. Ja. Nein, das ist einer zusammen. Für ja, die Kühe. Klar. Ohne Wasser. Ne, ich habe jetzt eher an die Milch gedacht, aber gut. Sollen die verdursten oder was? Die verdursten, ne? Ja. Die haben noch Milch. Die können Regenwasser trinken. Die Kühe haben noch nie Wasser gebraucht. Ja, außerdem ist im Stall diese Tränke drin wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie oder wer auf diese Idee kam, dass Kühe Wasser brauchen. Jan kam damit auch schon an. Die brauchen kein Wasser, man kann nirgendwo Wasser einfüllen. Schweine brauchen Wasser. Ja, das war, ja. Wozu gibt's denn den Wasserwagen? Ja, der Wassertank, so. Der Wassertank ist für die Gewächshäuser. Echt so. Wir haben Kür 10. Produktivität. Wolle, 1%. Was? Milchtank haben wir 800 Liter. Wow, einmal nicht auf den Bildschirm geguckt, ne, und du landest in der Walachei. Timo, ich geb dir nur einen Tipp, man sollte vielleicht auf den Bildschirm achten. Quatsch. Aber vielleicht nur. Ich weiß nicht ganz genau. Gib dir mal einen Tipp, man sollte nicht so viele Tipps geben. Okay, Tipp. Ja. Wollen wir das doch mal ausprobieren. Hier ist der Milchtank. So, normalerweise, wenn man das hier irgendwas machen kann, können, kann man aber nicht. Also habe ich den jetzt eigentlich so unnütz gekauft. Welchen? Den Milchtank. Ach so. Dann packe ich den jetzt weg und dann geht's wieder zum Feld. Der hat hier den Trecker in der Walachei gelassen. Das ist vielleicht deiner? Nein, meiner steht da hinten. Das bei ist Nikos. Meiner steht am Feldrand. Am Feldrand, am Arsch der Welt steht er. Feldrand. Aber du lässt mich doch meine Sämaschine anhängen, die ich die ganze Zeit schon benutze, oder? Bei den Fides Trecker, ne? Der steht da mitten in der Walachei. Mit ja. Zwei Hängern dran und sagt zu meinem, dass er in der Walachei steht. Mitten in der Walachei am Feld dran. Ja. Ja. Hier war ich doch auch die ganze Zeit, also hier könnte keiner das klauen oder so. Ja, das ist doch so nur bei Marvin ab. Deine Hänger sind verschimmelt. Vor allem sind das auch die, in die du vorher getankt hast. Ja, ja, da ist vielleicht noch sind sie jetzt verschimmelt. Drin? Nein, die habe ich ausgeleert. Spack. Wie viele Prozent hast du, Nico? 61%. Also Säen brauchen wir ja im Moment nicht, ne? Dann lasse ich lieber die Hänger angekoppelt. Angekoppelt. Jo. Also hier aus dem Feld können wir ordentlich was rausholen. So. Und es ist gedüngt, oder? Weiß ich nicht. Ist nicht gedüngt. Also wir haben es nicht gedüngt. Wir haben keinen Dünger momentan. Aber es ist gedüngt, oder? Geht das? Das Feld vorher ist vorher gedüngt worden. Ja, doch, sieht so aus, ne? Ja, doch, hier an der Ecke, ja, stimmt. Dann hauen wir ja da richtig Profit raus. Ganz schon mal zum Abtanken ansetzen. Hoffentlich. Ja Leute, das war's auch schon wieder mit der Folge. Wir werden nicht vergessen, schreibt was in die Kommentare, wie ihr die Folgen findet, Verbesserungsvorschläge etc. pp.
Und schaut auch wieder beim nächsten Mal rein. Dann wieder eine frische Aufnahme. Ciao. Mit frischen Leuten. Bis zum nächsten Mal.